Hey, ich möchte dir gerne einen ganz kurzen Impuls geben. Etwas, das ich seit kurzem ausprobiere. Und zwar ist es so, dass ich ja mich mit Buddhismus beschäftige und auch mit Mitgefühl. Und die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich ja manchmal Angst habe vorm Alleinsein oder da ein Thema mit habe. Und ich habe gemerkt, dass ich was ganz normal ist, was auch viele Menschen oder alle Menschen machen, ist, sich zu vergleichen. Und wenn ich jemanden sehe, den zu bewerten, in eine Schublade zu stecken oder ähnliches. Und wenige Menschen geben das zu, aber es ist einfach so. Und ich glaube, ja, das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und dadurch, ich habe beobachtet, dass ich mich dadurch aber trenne von dem anderen. Ja, dass ich dadurch eine Distanz schaffe und mich vielleicht auch beschützen will oder was auch immer der Grund ist, um besser dazustehen oder mein Opferdasein irgendwie zu huldigen, indem ich sage, auch der andere sieht schöner aus oder hat das bessere, den besseren Job oder was weiß ich. Aber ich merke so, dass was no jetzt neu ist, was dazugekommen ist, dass ich, wenn ich jemanden sehe und ich ertappe mich dabei, wie ich die Person in eine Schublade stecke, oder ihn bewerte oder sie bewerte, dass ich anfange, das umzukehren und nach Gemeinsamkeiten zu suchen, nach einem Miteinander, ja, um Mitgefühl zu entwickeln für mein Gegenüber, für den anderen Menschen. Gilt natürlich auch für die Natur und für Tiere, aber ich merke das halt explizit bei Menschen. Und da, ich merke, dass mir das gut tut, weil das schöne Gefühle in mir auslöst, weil das Verbundenheit kreiert, weil das ein Miteinander kreiert. Ja, und ja, Mitgefühl einfach. Also mit dem anderen zu fühlen, zu versuchen, nachzuvollziehen, warum die Person so ist, wie sie ist. Genau, und ihn so und sie so sein lassen zu können, wie sie gerade ist. Ja, das war der kleine Impuls. Vielleicht magst du das auch mal ausprobieren. Einfach statt zu vergleichen oder abzuwerten, zu bewerten, zu gucken, was verbindet dich mit dem anderen. Mir macht es viel Freude und ja, das war der kleine Impuls. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du das siehst. Und wünsche dir wie immer alles, alles Liebe.